Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, also wenn man den Beitrag jetzt von Frau Karlowski richtig verarbeiten möchte, dann hat man ja das Gefühl, und vielleicht auch für das Publikum, das Land Mecklenburg-Vorpommern würde zu Lasten des Landes ein Geschäft anbahnen. Damit würde ich aus der Sicht des Da würde ich aus der Sicht der Landesregierung wahrscheinlich durch den Ministerpräsidenten, wenn wir zum Nachteil des Landes Mecklenburg-Vorpommern gehandelt hätten, meine Entlassungsurkunde schon längst bekommen haben. Und das wäre auch richtig so. Was Sie erzählen, Herr Pasteur, da wollen wir nicht drüber urteilen, was Sie so loslassen. Aber eins ist klar, ich bin auf die Verfassung dieses Landes vereidigt und habe alles dafür zu tun, das Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu mehren und damit Beiträge für das Land zu leisten. Und wenn ich mir das mal anschaue, sehr geehrte Frau Karlowski, bis jetzt habe ich ja immer das Gefühl gehabt, Sie setzen sich wirklich aktiv mit dem Thema auseinander. Dann bitte ich einfach mal um Verständnis. Im Jahr 2008, und das ist auch die Begründung dafür, hat es den Antrag und das Ansinnen eines Unternehmens gegeben, mit der Bitte an das Land Mecklenburg-Vorpommern einen Tausch von Flächen vorzunehmen. Im Übrigen weise ich ausdrücklich darauf hin, und wenn Sie es nicht wüssten, dann hätte ich ja noch Verständnis dafür, aber Sie wissen es ganz genau, in tausenden von Fällen wird sowas in Mecklenburg-Vorpommern gemacht. Tagtäglich im Rahmen von Flurneuerungsverfahren finden solche Aktivitäten statt. Jawohl, im kleineren Rahmen, aber es findet eine Arrondierung mit dem Ziel, wettbewerbsfähige Strukturen zu entwickeln, Arbeit in diesem Lande und Wertschöpfungspotenziale zu entfalten und zu entwickeln. Und ein Segen, dass wir dieses Instrument haben. Und Sie haben fälschlicherweise wieder den Eindruck erweckt, als würden wir hier Flächen verkaufen. Nein, es geht ausschließlich um einen Tausch, und zwar zum Wohle des Landes Mecklenburg-Vorpommern und zum Wohle natürlich auch des anderen Tauschpartners. Selbstverständlich. So ist es nun mal, wenn man über sowas nachdenkt. Und im Übrigen bitte ich auch um Verständnis. Hier geht es um die Frage, willigt dieses Parlament einem Tausch zu? Um mehr nicht. Und dazu kann ich nur sagen, auch an die Wirtschaft dieses Landes. Wir wollen hier Arbeitsplätze schaffen und wir wollen den Standort weiterentwickeln. Und es ist auch ein Signal, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern handlungsbereit und handlungsfähig ist. Ich betone nochmal, so ein transparentes Verfahren wie in diesem Bereich haben wir, glaube ich, selten. Und dass die Öffentlichkeit dieses Thema natürlich auch begleitet und auch die mediale Situation so ist, wie sie ist, zeigt, wie transparent wir sind. Und dann will ich auf eins ausdrücklich hinweisen. Wenn wir von staatlich anerkannten Gutachtern sprechen oder auch von Kapazitäten wie einer Fachhochschule von Eberswalde mit Herrn Professor Wense, das will ich hier mal angesprochen haben, oder auch in der Anhörung ist deutlich geworden, dass wir anerkannte Gutachter auch nochmal haben zu Wort kommen lassen. Und diese anerkannten, staatlich mit einem Zertifikat anerkannten Gutachter erklären, dass dieses Verfahren, im Übrigen, Frau Karlowski, schauen Sie sich doch mal die Wertwaldbewertung an, wann diese Richtlinie gekommen ist. Ich betone, wann sie gekommen ist. Ich glaube, Sie sollten es wissen, im Jahr 2000, und zwar im Juli. Und wissen Sie, wer damals, und diese Richtlinie gilt für die gesamte Bundesrepublik Deutschland, wissen Sie, wer damals eigentlich Bundesministerin war? Nein. Soll ich es Ihnen sagen? Es war Frau Künast, die für die Bundesrepublik Deutschland eine solche Verordnung und Richtlinie auf den Weg gebracht hat, mit dem Ziel, solche Tauschmöglichkeiten oder Wertermittlungen durchzuführen. Das heißt, Sie schlagen Ihre eigene Koryphäe, aber wahrscheinlich hat sie keinen Stellenwert mehr in Ihrer Partei. Insofern ist das schon wirklich bedauerlich. Das ist schon bedauerlich, wenn Sie Ihre eigene Kollegin
mit der ich viele interessante Auseinandersetzungen gehabt habe im Sinne der Sache und auch zu Ergebnissen gekommen bin, die man heute noch als sehr positiv betrachten kann, wenn Sie das heute in ein solches Licht stellen, so nach dem Motto, hier würde ein Bewertungsverfahren angezweifelt. Ja, jetzt fangen Sie mit einmal an zurückzurudern. Und im Übrigen weise ich auch darauf hin, ich höre immer wieder aus dem Raum des Parlamentes, wir sollten doch mal das Gutachter- und Gutachtenunwesen so langsam mal zurücknehmen. Und wir hätten noch so viel Sach- und Fachverstand innerhalb der Landesregierung, dass wir möglichst Geld zu sparen hätten und dieses nicht in Form von Gutachten auszubringen, sondern es lieber in Investitionen zu geben. Ja, genau davon habe ich mich leiten lassen, im Übrigen bei der Entscheidung. Und der Gutachter ist gemeinsam, ich betone nochmal, der gemeinsame Gutachter ist auserwählt worden. Der gemeinsame Gutachter hat in tagelanger Arbeit mit der Landesforstanstalt, auf die ich stolz bin, dass sie nicht im Übrigen in Zukunft eine schwarze Null schreibt, sondern im Wirtschaftsbetrieb seit Jahren eine schwarze Null schreibt. Darauf bin ich stolz, Frau Karlowski, und Sie können sich darauf verlassen, dass unsere Forstleute sehr genau abwägen, ob und inwieweit man in solch ein Tauschverfahren überhaupt bereit ist, einzusteigen. Und hier will ich dann auch nochmal unterstreichen, für jeden normalen Menschen, der sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, bei der heutigen Entwicklung der Bodenpreise, ob das in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft oder auch in anderen Bereichen ist, wäre froh, wenn man einen Zuwachs von immerhin 182 Hektar bekommt. Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird insgesamt einen Flächenzuwachs von 182 Hektar erhalten. Und selbstverständlich muss man schauen, welche Struktur hat der Wald. Und Sie haben auch hier wieder fälschlicherweise so getan, als ob wir es am Standort Eichhof mit einer Kiefern, beziehungsweise Sie haben eher von Kiefern gesprochen, ist eine Fichten, beziehungsweise Kiefernschwerpunkt. Aber es ist keine Monokultur, sondern es ist Eiche mit untergebaut und zum Teil auch Buche. Sehr wohl ist das so. Und ich betone im Übrigen auch für die Allgemeinheit und für das Hohe Haus, selbstverständlich ist mit dem Moratorium, nämlich mit dem Ansinnen dieses Unternehmens, den Wald zu tauschen, die Bewirtschaftung auf beiden Flächen eingestellt worden. Das ist selbstverständlich, kann ja nicht anders sein, weil das die Grundlage für einen wertgleichen Ausgleich dann auch als Grundlage basiert. Das ist seit 2008 die Bewirtschaftung eingestellt worden, als klar war, dass dieses Unternehmen den Antrag stellen wird, gegebenenfalls auf Tausch. Und damit ist die Bewirtschaftung und damit hat es keine, wie auch immer, Einschlag- und Bewirtschaftungsmaßnahmen an diesem Standort mehr gegeben. Und deswegen muss ich schon sagen, Sie haben ja Ihren Gutachter, in Klammern, Sie haben ja kein Gutachten vorgelegt, sondern eine Analyse. Und fälschlicherweise wird dann jetzt so getan, als ob das ein Gutachten sei. Und das wird so vermischt, so nach dem Motto, wir haben hier einen Experten, im Übrigen bin ich schon dankbar, dass Herr Weinauge im Übrigen bei uns die Ausbildung als Referendar gemacht hat. Und er hat dann ja nicht in der Landesforst seine Tätigkeit aufgenommen, beziehungsweise ist nicht übernommen worden. Das heißt, er kennt dadurch auch das Land Mecklenburg-Vorpommern gut, hat eine gute, sehr gute Ausgangsgrundlage für seine eigene Entwicklung ja auch durch uns bekommen. Und deswegen ist für mich nochmal klar, und das will ich auch sehr deutlich unterstreichen, ein solcher Tausch ist natürlich auch nicht nur ein Tausch von Vermögenswerten. Und daran sieht man ja, welche Emotionen sich da auch entwickeln. Jawohl, es ist auch eine Art von öffentlicher Leistung. Oder es geht mir natürlich auch um die Daseinsvor- und Fürsorge. Und es geht selbstverständlich bei so einem Tausch und bei dieser öffentlichen Diskussion, die Sie hier versuchen vom Zaun zu brechen, um Emotionen. Gerade bei dem aktuellen Tauschvorhaben sind die Emotionen immer wieder hochgekocht, wahrscheinlich auch bewusst gemacht worden. Schnell wurde von einigen Seiten das Waldwertgutachten angezweifelt. Sie haben es ja auch getan, aber ich betone nochmal, dieses Waldwertgutachten und die Grundlagen stammen aus dem Jahr 2000 und sind durch die Bundesregierung erlassen worden, an die wir uns hier halten. Es wurde sogar behauptet und Behauptung aufgemacht, es handelt sich um einen Gefälligkeitstausch, bei dem das Land erhebliche wirtschaftliche Nachteile hat.
Na, ich sage nochmal, ich bin auf die Verfassung vereidigt und die Landesforstanstalt besitzt das Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern und ist damit verpflichtet, dieses Eigentum zu mehren. Das steht im Übrigen neben dem Grundgesetz auch im Landeswaldgesetz. Und auch das hätten Sie hier sagen müssen, Frau Karlowski, wenn Sie denn der Auffassung sind, dass das nicht so ist, dann müssen Sie es unterlegen, der Wald in Mecklenburg-Vorpommern, ob Staatswald, also im Eigentum des Landes und damit seiner Bürgerinnen und Bürger, als auch der Privatwald, ist für jeden Menschen frei begehbar. Das ist ein Gesetz, das wir erlassen haben und ich bin stolz darauf. Und Sie tun ja so, als ob übermorgen da irgendwo ein Zaun rumgezogen wird. Ich bin froh, dass die Zäune hier verschwunden sind. Ich will an dieser Stelle aber auch nicht nochmal auf diese vertiefte Diskussion eingehen. Ich denke, die Argumente wurden umfassend ausgetauscht und ich erwarte selbst auch von Ihnen, wenn wir die besten Argumente auf den Tisch legen würden, dass Sie das nicht akzeptieren. Damit Sie mich wirklich nicht falsch verstehen, meine Damen und Herren, auch insgesamt der Opposition, ist ja schon so ein bisschen in der Stellungnahme angeklungen, auch von der Linken scheint da ja noch gleich was zu kommen. Man kann das natürlich, so ein Tauschverfahren, unterschiedlich bewerten. Und wie dieses Eigentum entstanden ist und wer die Verantwortung dafür in der Vergangenheit hatte, warum es nach der Wende zu diesen Verkäufen gekommen ist, das muss ich Ihnen hoffentlich nicht näher erläutern. Aber uns ist auch klar, und nochmal, dass wir, was diesen Tauschvorgang anbetrifft, Sie nicht davon überzeugen werden, diesen Vorgang zu akzeptieren. Das ist vollkommen legitim, das akzeptiere ich auch. Ich habe jedoch kein Verständnis, wenn durch Pseudo-Gutachten die fachliche Integrität ausdrücklich eines anerkannten Sachverständigen und auch was die Landesforstanstalt und deren hochfachliches Wissen hier angezweifelt wird. Das akzeptiere ich nicht. Ich verlasse mich auf unsere Fachleute und auch auf den Gutachter. Und deswegen bitte ich Sie immer wieder auch vor dem Hintergrund, dass es hier um zwei Parteien geht, sowohl die Landesforst als auch das Unternehmen, das als Tauschpartner hier auftritt, dass wir dieses so anerkennen. Ich kann mich nur wiederholen, dass das von uns angewandte bundeseinheitliche Bewertungsverfahren nach der Waldwertermittlungsrichtlinie 2000 die werterheblichen Bestandteile berücksichtigt hat. Dazu zählen sowohl kurzfristige und damit zu realisierende Erträge als auch die langfristig wertbestimmenden Aspekte. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis, auch die langfristigen. Und die Themen, die Sie angedeutet haben, Waldumbau, wir sind hier in einem naturnahen Prozess, auf den ich stolz bin, dass wir den umgesetzt haben. Das heißt, die Analyse, die Ihr sogenannter Sachverständiger hier aufführt, wird in Praxis überhaupt nicht durchgeführt in Mecklenburg-Vorpommern, weil diese Waldumbaumaßnahmen in der Form gar nicht stattfinden. Dieses Verfahren sichert im Übrigen auch, dass sowohl der Bodenwert als auch die Bestandswartungs- und Wertungswerte vollständig berücksichtigt werden. Im Ergebnis lag der durchschnittliche Wert für die ausgewählten Flächen bei ca. 12.300 Euro je Hektar im Forst am Gedebeen und 8.600 Euro je Hektar für die Flächen des Gutes Stieten im Forst am Rotemühl. Deshalb möchte ich auch ganz entschieden den Vorwurf nochmal zurückweisen, dass das Land oder die Landesforstanstalt in den kommenden Jahren erhebliche wirtschaftliche Nachteile durch den Tausch zu befürchten hat. Das haben Sie am Ende Ihrer Rede ja nochmal versucht deutlich zu machen. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist über einen tatsächlichen wertgleichen Tausch zu entscheiden, der für die Landesforstanstalt zusätzlich einen Förderungsvertrag sichert. Das heißt, für die nächsten kommenden 15 Jahre wird die gesamte Fläche, sowohl die getauschte als auch die andere Fläche, dann tatsächlich bewirtschaftet. Und wir haben damit zusätzlich eine Einnahme von 500.000. Ich betone ausdrücklich, dass die Menschen, die in Mecklenburg-Vorpommern leben und deren Gäste auch zukünftig auch den zu tauschenden Wald selbstverständlich frei begehen können. Das freie Betretungsrecht, ich habe das hier schon genannt, ist im Landeswaldgesetz Mecklenburg-Vorpommern gesichert worden. Ich habe damals aus der Opposition heraus im Übrigen das durchsetzen können. Wichtig ist für mich jedoch auch, dass es im Übrigen auch einen Vorteil für das Land aus wirtschaftlicher Sicht und seiner Forstanstalt gibt. Wichtig ist, dass alle Flächen auch zukünftig vorbildlich bewirtschaftet werden. Ich habe die Hoffnung, dass beide Tauschpartner hierfür im Übrigen auch die Gewähr bieten.
Die Gutstieten GmbH wird sich, wie Sie wissen, im Eigentum der Unternehmerfamilie Rethmann befindet, ist aus meiner Sicht ein vertrauensvoller Tauschpartner. Und ich will an dieser Stelle auch unterstreichen, man kann ja über bestimmte Unternehmen auch öffentlich reden oder nicht. Ich nehme zur Kenntnis, dass wir es hier mit einem Unternehmen zu tun haben, das seiner Verantwortung auch im Sinne der Menschen, der Wirtschaft, aber auch der Ökonomie, der Ökologie und der sozialen Verantwortung gerecht geworden ist. Ich will das ausdrücklich auch gesagt haben. Auch die Befürchtung, dass durch den Flächentausch der Anteil des Staatswaldes in ganzen Regionen stark verändert wird, ist völlig unbegründet. Vielleicht kommen Sie darauf ja nochmal. Der Anteil des öffentlichen Waldes im Landkreis Ludwigslust-Parchim sinkt durch den Tausch um 0,31%. Um 0,31% bezogen auf den kleineren Teil des Forstamtes Gedebehn um 2,5%. Also wer da sagt, das hat gravierende Auswirkungen, der macht sich wirklich lächerlich. Der Anteil des Waldes im öffentlichen Eigentum steigt im Landkreis Vorpommern im Übrigen um 0,63% bezogen auf das Forstamt Rote Mühle um 2,5%. Auch da wird es zu keiner gravierenden Veränderung führen. Insofern ist auch das, was Sie hier angedeutet haben, wenn ich es mal sagen darf, nicht ganz ernst zu nehmen. Wie Sie sehen, führt der Tausch zwar zu einer Arrondierung der Betriebsfläche, verändert aber nicht in erheblichem Umfange, dann hätten wir es auch nicht gemacht, nicht im erheblichen Umfange die Eigentumsstruktur des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihnen liegt der Antrag der Landesregierung vor. Die Ausschüsse haben sich, glaube ich, sehr, sehr intensiv, und da will ich mich auch bei den aktiven Abgeordneten wirklich sehr, sehr herzlich bedanken, sehr intensiv mit dem Antrag auseinandergesetzt. Dafür nochmal herzlichen Dank. Und ich denke, dass es wichtig ist, derartige Grundstücksgeschäfte nicht hinter verschlossenen Türen zu diskutieren, sondern offen und transparent. Wenn die Diskussion stattgefunden hat, bedarf es aber auch dann einer Entscheidung. Ein weiteres Verzögern, so wie Sie das ja hier vorhaben, würde keinen fachlichen Mehrgewinn aus meiner Sicht erbringen, sondern führt zusätzlich zu Kosten. Sie können ja hier mal öffentlich erklären, wie viel Sie denn aus Ihrem Fraktionssäckel dann schon für dieses Gutachten aufgebracht haben. Würde mich auch wirklich mal interessieren. Dann würde ich das auch noch mal ernst nehmen. Außerdem glaube ich auch, würden damit die wirtschaftlichen Aktivitäten weiter ruhen in diesem Gebiet und was letzten Endes dann auch nicht günstig für das gesamte Land ist. Insofern bitte ich um Verständnis. Ich gehe davon aus, dass wir hier eine klare Mehrheit finden werden, und ich gehe dann davon aus, dass die Landesforstanstalt in absolut korrekter Form diesen Tauschvorgang dann entwickeln wird, und zu gegebener Zeit werde ich dann selbstverständlich auch, wie ich es immer beabsichtige, Sie über den Fortgang der Entwicklung informieren. Herzlichen Dank.